5. August 2022. Truckee, Kalifornien, USA. An diesem Freitagabend ist eine Party auf dem Prosser Campground geplant. Der Prosser Campground ist ein Campinggebiet inmitten eines Waldgebietes auf einer Halbinsel in einem großen See, dem Prosser Creek Reservoir. Die Party ist keine offizielle Veranstaltung, wird aber von den Betreibern des Campingplatzes geduldet, denn es handelt sich um eine Highschool-Abschlussparty, bei der die Jugendlichen in der freien Natur feiern möchten. Auch die 16-jährige Kylie Rodney ist mit dabei. Sie hat kurz zuvor ihren Highschool-Abschluss gemacht und wird demnächst schon aufs College gehen, obwohl sie noch so jung ist. Sie ist ein sehr intelligentes Mädchen und hat ihren Schulabschluss vorzeitig geschafft. Allgemein ist sie trotzdem noch ein ganz normales Mädchen, das an diesem Abend einfach mit seinen Freunden feiern will. Kylie wohnt mit ihren Eltern 12 Meilen entfernt in dem Hotel, das ihre Eltern betreiben. Die Eltern erlauben Kylie zwar, zu der Party zu gehen, aber nur, weil sie sagt, dass sie ihre Freundinnen mit ihrem Auto hinfahren möchte und sie diese später auch wieder nach Hause zurückfährt. Ihre Eltern gehen also davon aus, dass Kylie auf der Party keinen Alkohol trinkt. Wie zu erwarten, gibt es auf der Party jedoch einiges an Alkohol. Die Jugendlichen feiern ausgelassen und die Stimmung ist gut. Kylie soll eigentlich nicht so lange bleiben, doch sie möchte noch länger mit ihren Freunden zusammen feiern. Sie schickt ihrer Mutter also eine Nachricht und fragt sie, ob sie noch eine Weile bleiben darf. Ihre Mutter stimmt zu. Um 23.30 Uhr schickt Kylie ihrer Mutter noch eine Nachricht. Diesmal kündigt sie an, dass sie in einer Dreiviertelstunde losfährt. Um kurz nach Mitternacht müsste sie also die Party verlassen und ungefähr eine halbe Stunde später müsste sie zu Hause sein, denn länger dauerte die Fahrt nicht. Während sie auf ihre Tochter wartet, schläft Kylies Mutter ein. Als sie am nächsten Morgen um 8 Uhr aufwacht, stellt sie fest, dass Kylie immer noch nicht zu Hause ist. Auch Kylies Auto steht nicht auf der Auffahrt und Kylie reagiert weder auf Textnachrichten noch auf Anrufe. Voller Sorgen überprüft ihre Mutter den Standort von Kylies Handy und sieht, dass das Handy zuletzt auf dem Prosser Campground aktiv war. Ist Kylie also gar nicht losgefahren oder ist ihr Handy ausgeschaltet und sie ist woanders hingefahren? Kylies Mutter ist beunruhigt und ruft Kylies beste Freundin Sammy an. Auch diese weiß nicht, wo Kylie ist, denn sie hat die Party vor ihr verlassen. Zusammen mit anderen Freunden macht sich Sammy auf den Weg zum Prosser Campground, aber sie finden weder Kylie noch ihr Auto. Eigentlich wären Kylie und ihre Freunde heute zu einem Campingausflug verabredet und wollten sich zuvor in einer Starbucks-Filiale treffen. Auch hier taucht Kylie zur vereinbarten Zeit am Vormittag nicht auf. Nun zögert Kylies Mutter nicht noch länger und meldet ihre Tochter vermisst. In den nächsten Minuten schauen wir uns an, ob Kylie Rodney gefunden wurde, was mit ihr geschehen ist und welche Details über die Party noch ans Licht kamen. Wenn du keine spannenden Fälle mehr verpassen möchtest, dann kannst du diesen Kanal gerne kostenlos abonnieren. Starten wir mit dieser kurzen Dokumentation. Schon kurz nachdem Kylies Mutter ihre Tochter beim Sheriff vermisst gemeldet hat, schaltet sich die Behörde für öffentliche Sicherheit von Nevada County in die Ermittlungen ein. Die Tatsache, dass eine 16-Jährige mitsamt ihres Autos von einer Party verschwunden ist, veranlasst die Ermittler nämlich dazu, den Fall als mögliche Entführung zu behandeln. Inzwischen erzählen Kylies Freunde, dass sehr viele Menschen auf der Party waren. Es sollen etwa 200 bis 300 Jugendliche und junge Erwachsene dort gewesen sein. Unter den Partygästen befanden sich auch College-Studenten und andere Leute, die Kylie und ihre Freunde nicht kannten. Sammy erzählt außerdem, dass Kylie betrunken war. Eigentlich hatte Sammy schon früher nach Hause fahren wollen und fragte deswegen Kylie schon lange vor Mitternacht, ob diese sie fahren könne. Kylie wirkte auf Sammy jedoch nicht mehr fahrtüchtig und wollte noch nicht nach Hause, also blieben beide auf der Party. Weiterhin berichtet Sammy, dass um 0.30 Uhr eine größere Gruppe junger erwachsener Männer auf die Party kam. Viele der Jugendliche verließen zu diesem Zeitpunkt die Party, weil es ihnen zu ungemütlich wurde. Kylie und Sammy waren zu dieser Zeit noch dort. Um 0.36 Uhr sprachen Kylie und Sammy zuletzt miteinander. Anscheinend wollte Kylie da nach Hause, denn sie fragte Sammy, ob sie immer noch gefahren werden wollte. Sammy wollte aber nicht mit der betrunkenen Kylie mitfahren und ließ sich von jemand anderem nach Hause bringen.
Kylie blieb auf der Party zurück und wurde dort zum letzten Mal um 0.40 Uhr gesehen. Ihr Handy war zuletzt um etwa 0.30 Uhr auf dem Prosser Campground aktiv, allerdings ist das Internet in der Gegend ziemlich schlecht, sodass es auch sein kann, dass das Handy später noch einmal benutzt wurde. Die meisten von Kylies Freunden waren nun also weg, aber eine Gruppe unbekannter Männer war da. Kylie war laut Sammy betrunken und wollte nach Hause. Seit 0.30 Uhr in der Nacht zum 6. August gab es kein Signal von Kylies Handy und auch von ihrem Auto fehlt jede Spur. Letzteres deutet entweder auf eine Entführung hin oder darauf, dass Kylie alleine losgefahren ist. Falls Kylie aus freien Stücken losgefahren sein sollte, wäre die Frage, warum sie dann verschwunden ist. Zum Abhauen hatte sie laut ihrem Umfeld keinen Grund. In ihrer Familie und ihrem Freundeskreis gab es keine Probleme und auch sonst hatte sie keine Sorgen und sie hatte es gerade geschafft, frühzeitig die Highschool abzuschließen, um aufs College zu gehen. In ihrem Leben schien alles gut zu laufen. Auch mit ihrem festen Freund gab es keinen Streit, zumindest wusste davon niemand. Warum er nicht mit auf der Party war, ist nicht bekannt. Während Kylie dort war, schrieb ihr Freund ihr aber. In seiner Nachricht schrieb er: "Pass auf dich auf, mach nichts Dummes." Was genau er damit meinte, kann man nur vermuten. Es mag sein, dass er meinte, dass sie sich nicht betrinken soll. Ob Kylie tatsächlich so betrunken war, ist nicht bekannt, sondern führt auf die Aussage von Sammy zurück. Sammy sagte sogar, dass Kylie geplant habe, sich auf der Party zu betrinken und dann auf dem Campingplatz zu übernachten. Auch hierbei ist aber nicht bekannt, ob es wirklich den Tatsachen entspricht. Zumindest kann sie zum Schluss nicht mehr die Absicht gehabt haben, dort zu bleiben, da sie ihrer Mutter schrieb, dass sie sich gleich auf den Weg nach Hause macht und auch, weil sie Sammy fragte, ob sie zusammen losfahren wollen. Fest steht, dass ihre Freunde sie aus den Augen verloren haben und ohne sie losgefahren sind. Wenn Kylie nicht von zu Hause abgehauen ist, wäre eine Erklärung für ihr Verschwinden, dass sie im alkoholisierten Zustand die Kontrolle über ihr Auto verloren hat und einen Unfall hatte. In diesem Fall hätte aber inzwischen bestimmt jemand das Auto gefunden, vor allem weil die Polizei gleich nach der Vermisstenanzeige damit begonnen hat, das Gebiet intensiv abzusuchen. Ihre Mutter befürchtet, dass irgendjemand von den fremden Männern Kylie entführt hat und sie außer Landes bringen will. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass Kylie umgebracht wurde, entweder von einem Fremden oder von jemandem, den sie kannte. Dann stellt sich aber weiterhin die Frage, wo Kylie und ihr Auto sind. Inzwischen suchen nicht nur die Ermittler das Gebiet ab und befragen Kylies Umfeld, sondern Kylies Verschwinden wurde öffentlich bekannt gemacht und ihre Freunde versuchen, über die sozialen Medien an Informationen zu kommen. Nahezu jeder in der Gegend weiß nun, wie Kylie und ihr Auto aussehen, doch seit ihrem Verschwinden wurde sie von niemandem mehr gesehen. Auch weiß niemand, was in der Nacht passiert sein könnte, und falls es jemand weiß, dann hat sich diese Person nicht bei der Polizei gemeldet. Die Ermittler versuchten auch, das Prosser Creek Reservoir abzusuchen. Der See ist nämlich nicht nur groß und tief, sondern der Grund besteht aus Matsch, sodass das Wasser in Bodennähe trüb ist und man nur schwer vorankommt. Ohnehin hofft niemand, Kylie in dem See zu finden, denn das würde bedeuten, dass sie tot ist. Nachdem die Polizei 10 Tage lang keine Spur von Kylie entdeckt hat, reduzieren sie schließlich die Bemühungen. Nun kontaktiert Kylies Familie das ehrenamtliche Tauchteam Adventures with Purpose, das schon mehrere vermisste Personen gefunden hat. Mit Booten und Spezialausrüstung nimmt das Team sogleich die Suche auf. Es dauert nicht lange, bis das Team ein größeres Objekt unter Wasser orten kann. Schnell stellen sie fest, dass es sich hierbei um ein Auto handelt. Eines der Teammitglieder taucht hinunter, um das Fahrzeug genauer zu untersuchen. Das Auto liegt auf dem Dach am schlammigen Seeboden, ungefähr 4 Meter unter der Wasseroberfläche. Die Fundstelle befindet sich nur etwa 16 Meter vom Ufer entfernt und in nur rund 270 Metern Entfernung vom Campingplatz. Die Ermittler haben dieses Gebiet zuvor abgesucht, aber das Auto nicht gefunden. Als der Taucher unten beim Auto ankommt, stellt er anhand des Nummernschildes fest, dass es Kylies Wagen ist und er entdeckt eine leblose Person im Innenraum. Die Person befindet sich aber nicht vorne im Auto, wo sie als Fahrerin eigentlich sitzen müsste, sondern im hinteren Teil. Das Fenster auf der Fahrerseite ist halb geöffnet und das auf der Beifahrerseite ganz offen.
Das Tauchteam informiert sofort Kylies Familie und die Polizei. Allen Beteiligten ist nahezu sofort klar, dass es sich bei der toten Person um Kylie handelt, jedoch können die Behörden dies zunächst nicht hundertprozentig bestätigen. Erst in der Gerichtsmedizin wird zweifelsfrei festgestellt, dass es tatsächlich Kylies Körper ist, der sich in dem gesunkenen Auto befand. Nun ist bekannt, wohin Kylie verschwunden ist und dass sie nicht mehr lebt. Doch was bleibt, ist die Frage, wie es zu ihrem Tod kam. Ist sie aus Versehen in den See gefahren? Dass Kylie möglicherweise absichtlich ins Wasser gefahren ist, halten ihre Angehörigen für ziemlich unwahrscheinlich. Sie litt nicht unter Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen und führte auch sonst ein augenscheinlich sorgenloses Leben. Da sie laut Aussage ihrer Freundin betrunken war, könnte es aber sein, dass sie die Kontrolle über ihr Auto verloren hat. Die Straße, die Kylie nach Hause gebracht hätte, befindet sich jedoch nicht in direkter Nähe, also kann sie nicht aufgrund ihres alkoholisierten Zustands auf ihrem Heimweg von der Straße abgekommen sein. Falls sie wirklich versehentlich ins Wasser fuhr, müsste sie vom Campingplatz aus gleich in die falsche Richtung gefahren sein und dann nicht gemerkt haben, dass sie das Ufer hinunter ins Wasser fuhr. Dies könnte einfach so passiert sein, weil sie sich im Dunkeln und mit Alkohol im Blut nicht zurechtgefunden hat, oder sie könnte von jemandem verfolgt worden sein und in Panik in die falsche Richtung gefahren sein. Dass sie ungebremst weiterfuhr, könnte daran liegen, dass die Reifen auf dem schlammigen Seegrund keinen Halt gefunden haben und die Drehung ihres Autos auf das Dach könnte durch die Reifenbewegung im Wasser passiert sein. Gegen die Theorie, dass Kylie selbst in den See fuhr, spricht allerdings, dass sie sich auf der Rückbank befand. Wenn sie selbst gefahren wäre, hätte sie vorne auf dem Fahrersitz sein müssen und würde sich auch nach dem Unfall noch im vorderen Bereich des Autos befinden. Dass sie es geschafft hat, nach hinten zu klettern, ist sehr unwahrscheinlich und zudem gäbe es dafür keinen Grund, vor allem weil die Fenster vorne geöffnet waren. Falls sie die Fenster unter Wasser geöffnet hat, wäre sie sicherlich hinausgeschwommen und falls sie vorher schon geöffnet waren, hätte sie bestimmt durch das ganz geöffnete Beifahrerfenster das Auto verlassen, als sie merkte, dass sie ins Wasser fährt und nicht mehr bremsen kann. Durch den Überschlag kann sie nicht in den hinteren Bereich des Autos geschleudert worden sein, da die Lehnen der Vordersitze sie abgefangen hätten, auch wenn sie nicht angeschnallt war. Nun sah es also ganz so aus, als wäre das Auto nicht von Kylie ins Wasser gelenkt worden. Wenn Kylie nicht selbst in den See gefahren ist, scheint es naheliegend, dass jemand sie umgebracht haben könnte. Auch dann stellt sich allerdings die Frage, wie das Auto mit Kylie in den See kam. Es wäre möglich, dass sie schon an Land umgebracht wurde oder dass sie jemand bewusstlos geschlagen oder mit Drogen betäubt hat. Dies könnte entweder im Auto geschehen sein oder der Täter könnte Kylie in leblosem oder bewusstlosem Zustand hineingelegt haben. In letzterem Falle hätte er wissen müssen, welches Auto ihr gehörte, es sei denn, es war zu diesem Zeitpunkt das einzige Auto vor Ort. Dies wiederum würde bedeuten, der Täter müsste Kylie kennen oder mit ihr aus irgendeinem Grund zum Auto gegangen sein. Dass Kylie auf dem Rücksitz war, lässt sich möglicherweise dadurch erklären, dass sie nur bewusstlos war und der Täter verhindern wollte, dass sie das Auto rechtzeitig bremst, falls sie plötzlich zu sich kommt. Eine andere Erklärung wäre, dass der Täter das Auto erst zur Uferböschung fahren musste und im Anschluss nicht darüber nachgedacht hat, wie verdächtig es wirkt, wenn Kylie hinten liegt. Von der Böschung kann er das Auto mit Hilfe anderer Personen oder eines Fahrzeugs angeschoben haben. Das Ufer ist ziemlich steil, sodass es möglich wäre, ein Auto von der Anhöhe zu schieben, damit es beim Herunterrollen genügend Geschwindigkeit aufnimmt, um bis ins tiefe Wasser zu rollen. Um Kylie mit ihrem Auto schneller untergehen zu lassen, könnte der Täter zuvor die Fenster geöffnet haben, damit der Innenraum sofort mit Wasser gefüllt wird. Ob Kylie schon tot war, bevor sie mit ihrem Auto untergegangen ist, oder ob sie unter Wasser ertrunken ist, ist nicht bekannt. Ebenso wenig ist bekannt, ob sich jemand körperlich an ihr vergangen hatte, oder ob Kylie Drogen im Blut hatte, und ob ihre persönlichen Gegenstände bei ihr waren. Wenn Kylie umgebracht wurde, ist es naheliegend, dass der Täter sich unter den Unbekannten befindet, die nach Mitternacht auf die Party gekommen sind, denn die meisten von Kylies Freunden sind schon vor ihrem Verschwinden nach Hause gefahren. Auszuschließen ist aber auch nicht, dass jemand, den Kylie kannte, sie aus Neid, Eifersucht oder einem anderen Motiv umgebracht hat.
Auch wenn Kylies lebloser Körper aufgetaucht ist, liegen die Umstände ihres Verschwindens und ihres Todes weiterhin im Dunkeln. Der Autopsiebericht wurde noch nicht für die Öffentlichkeit freigegeben und in Kylies Fall wird auch weiterhin ermittelt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du mir es gerne mit einem Daumen nach oben zeigen oder deine Gedanken zu dem Fall in den Kommentaren teilen. Schau auch mal in die Videobeschreibung, dort findest du eine Playlist mit anderen spannenden Fällen. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Video.